Just bounce. Hallihallo und herzlich willkommen. Ja, das war wieder richtig geil jetzt. Mit eurem Enno, ich bin wieder am Start. Ich habe ja eigentlich da, also wo ich glaube mein erstes Video gemacht habe, das 17:0. Ich habe gesagt, ich mache jetzt ab und zu mal mehr Videos. Ja, dann kam auch nicht mehr viel. Ihr müsst das entschuldigen, wenn ich dann bei meiner Freundin bin, habe ich dann keinen Bock irgendwie ein Video vorzubereiten und das hochzuladen. Und das letzte Mal hatte ich dann auch einen Bock Gameplays, nur ich weiß nicht, ob Leute, ich weiß jetzt nicht, sind hier Leute dabei, die auch YouTube machen und Call of Duty und vielleicht auch ein Commentary und nicht die ganze Zeit aufnehmen und vielleicht aus dem Kinomodus das abfilmen. Kann ja sein. Ich mache das zum Beispiel, dass es aus dem Kinomodus ist und filme das einfach ab, also mit der AW Media dann. Und da mache ich ein Commentary raus und ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Auf jeden Fall backt das extremst rum. Ich hatte jetzt zum Beispiel, ich hatte zwei schöne Gameplays noch. Also das jetzt und noch ein anderes, ein Team Deathmatch. Da hatte ich, glaube ich, 31-6 gespielt. Das wollte ich euch zeigen, weil ich da die ultimativen Movement-Skills rausgepackt habe. Waren schon ein paar geile Dinger dabei. Und die Gegner waren auch nicht so gut. Oh, jetzt muss Schuss, ne? Und aber der backt bei mir so rum, ne? Das ist, bei den Team Deathmatch war es so, dass es die ganze Zeit minus 1 da stand, also Abschüsse, und dass man in der Lobby nicht gucken konnte, also man hatte meinen Namen nicht gesehen und ja, war halt scheiße. Ich wollte euch ja ab und zu mal so die Tabelle einblenden, wie es steht oder sowas, wisst ihr, und ja, war scheiße, einfach, ging nicht, brauchte ich nicht abzufilmen, war Rotze. Weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Gameplays dann ein bisschen älter sind, weil dann geht das irgendwie gar nicht, und wenn die neuer sind, so in den ersten 10, da zeigt es auch an, wie du gespielt hast, wie viel du gewonnen hast und so. Und, auf jeden Fall, hoffentlich hat es euch gefreut. Das war das 1 gegen 6 Ace. Und ja, mit Bombe diffusen sogar noch. Und gute Seite Punkte für mich. Für 700 oder so, keine Ahnung. Naja, ist egal. Auf jeden Fall ist es eigentlich ein ansehnliches Gameplay. Ja. Hab mit der WMP gespielt, langer Lauf, schnell ziehen und Griff. Nur so, dass die Leute mal wissen, was ich von der Klasse spiele, weil sie die selber machen wollen. So. Keine Ahnung, was ich für Extras mit hatte. Ich glaube. Ja, das auf jeden Fall, wo du öfter springen kannst oder schneller springen kannst, wo das der Balken sich schneller auflädt. Dann flinke Hände, glaube ich, und Taktikmaske und Wachsamkeit hatte ich, glaube ich, drin. Bin mir auch nicht sicher. Ist aber egal, auf jeden Fall, der Kinomodus spinnt und ich brauche ein Update, was den Kinomodus verändert. Das müssen sie auf jeden Fall machen, weil der ist echt nervig ein bisschen, muss ich sagen. Also es nervt mich schon. Und, ansonsten gibt es eigentlich nichts. Grindet die Woche auf jeden Fall für euch, dass ich ein paar Gameplays hab. Einzelkämpfer, kämpf für den Sieg. Lass mal einen Schluck Kaffee trinken. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, das würde mich ganz doll mal interessieren. Außer die Leute, die jetzt uns abonniert haben und bei uns im Clan spielen, ne? Also jetzt Golzer oder Robin oder sowas. Verteidigt das Ziel. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, die anderen, ob ihr mal so ein Trainingsmatch, ein privates Trainingsmatch, 3 gegen 3 oder wenn wir 4-4, ich weiß nicht, hatten wir glaube ich noch nicht geschafft, aber 3 gegen 3, ob ihr das mal sehen wollt oder ob wir ein CW aufnehmen sollen, wenn wir mal einen schönen CW spielen gegen ein anderes Team. Wenn ihr das mal sehen wollt, dann lasst mal ein paar Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, ob ihr das sehen wollt. Also ich und Pete versuchen das dann vielleicht zusammen aufzunehmen, jeder aus seiner Perspektive und das dann zusammenzuschneiden. Ne? Das würde dann ein bisschen aufwendiger sein, aber ich hoffe, ja, ihr guckt das Video und gebt ein paar Daumen nach oben da, dann, dass es wenigstens sich lohnt, dass wir solche aufwendigen Videos machen. Ansonsten gibt es eigentlich gar nichts zu erzählen. Vielleicht ein Thema, was mich extremst nervt, ist immer, wenn Leute sagen, du schwitzt oder sowas. Oder ich habe letztens ein paar kleinere YouTuber gesehen, die dann in Gameplay schimpfen, hier Schwitzer oder über das Thema Schwitzer reden. Das ist so ein Thema, wo ich mich echt richtig auslassen könnte. Ich könnte platzen wie so ein, weiß nicht, keine Ahnung, ich könnte platzen einfach, wenn ich das höre.
Schwitzen, das Wort Schwitzen. Der schwitzt um sein Leben oder der schwitzt auf eine Nuklear oder sowas. Nee, der schwitzt nicht, Alter. Der spielt einfach nur gut, also ist es ein Tryhard. Zum Beispiel, ich vergleiche das immer gerne mit dem Fußball. Wir spielen Fußball und ich gebe alles für mein Team, um zu gewinnen. Bin ich dann ein Schwitzer beim Fußball oder bin ich einfach nur einer, der alles gibt, also ein Tryharder? Ja? Ich gebe halt... Ich würde das auch vielleicht mal so sagen. Kleinere YouTuber sagen das. Klar, bei den größeren YouTubern ist es außer Frage, würde ich sogar sagen, dass da Leute, die den kennen, nicht gegen den schwitzen und den versuchen, die Tor zu vermasseln. Klar, aber bei jemandem, der 500 Abos hat, ey Jungs, was stellt ihr euch vor? Ihr seid nix, so wie wir. Wir haben 280 Abos, sagen wir so. Wir sind nix. Wer kennt uns denn? Keiner. Also, warum sagt ihr dann immer hier, der schwitzt gegen mich oder sowas? Der schwitzt nicht gegen euch, der gibt einfach alles. Oder gebt ihr nix? Oder gebt ihr nicht alles in den Spiel? Also ich versuche mein Bestmögliches aus dem Spiel rauszuholen. Also aus meinen Gun-Skills und sonstiges. Oder so. Versuche ich für mich das Beste rauszuholen. Damit ich leicht in der Tabelle ein bisschen weiter oben stehe. Oder dass man vielleicht sieht, dass man ein bisschen besser spielen kann wie die meisten. Aber auch Leute, die nicht so gut spielen können, geben trotzdem ja alles. Oder nicht? Also... ist das Wort ein Schwitzer für mich einfach nur überflüssig. Und ich würde euch später nicht, wie seht ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde vielleicht ein paar Leute, die auch YouTube machen und hier so clean sind, würde ich bitte darum bitten. Sagt nicht mehr Schwitzer zu jemandem, nur weil der gut spielt oder weil der einfach alles mal gibt. Weil ihr könnt ja mal ein Gameplay hochladen, wo ihr nicht alles gebt. Guckt sich keine Sau an, Alter, zum Beispiel. Also... keine Ahnung, warum das Wort so groß entstanden ist. Weil das große YouTuber sagen, müssen kleine YouTuber das auch sagen. Nur, dass euch einfach kein Pimmel kennt. Außer die Abos, die ihr habt. Das ist einfach so, sorry. Braucht ihr nichts zu sagen. Das ist nur das Thema, worüber ich mich auslassen könnte. Das ist einfach nur für mich Sacke zu hören in Videos von kleineren YouTubern. Ich gucke ja öfters mal rein, gucke, wie manche Leute spielen. Und das ist so ein Thema, was mich extrem macht. Das geht nicht zu sagen, als kleiner YouTuber. Als großer verstehe ich das, wenn die Leute auf dich schwitzen und versuchen, dir die Tour zu vermasseln. Schön und gut, da kann man das sagen, aber nicht, wenn ein kleiner YouTuber in der Lobby ist. Die versauen mir jede Lobby hier. Krieg kein Gameplay hin. Schwitzen alle nur gegen mich, so ungefähr. Mann, du bist einfach ein Pimmel, Alter. So wie die. Ist einfach so, sorry. Muss ich mich mal auslassen. Ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr. Ich glaube... das Spiel ist, glaube ich, gleich vorbei. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich mache, glaube ich, noch die letzten zwei Abschüsse. Ich habe, glaube ich, auch zum Schluss die Tabelle vergessen, dass ich euch zeigen konnte, dass ich 16-1 gespielt habe. Aber ich denke mal, ihr glaubt das schon. Habt ihr gemerkt, dass ich bis jetzt noch immer gestorben bin? Dann habe ich auch die 6 geholt. Ich denke mal, das habt ihr mitgekriegt. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Hier euch den letzten. Und das würde ich auch sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.